Das heutige Thema sind die sieben sogenannten Erleuchtungs- oder Erwachensfaktoren. Im Dhammapada, der Sammlung von so prägnanten, meist kurzen Aussprüchen Buddhas, heißt es: vom Geist geführt die Dinge sind, vom Geist beherrscht, vom Geist gezeugt. Also der Geist ist Vorläufer von allem. Sayadaw U Indaka, einer von Arias Lehrer, burmesischer Lehrer, vergleicht in Vorträgen zu diesen Bojangas, diesen sieben Faktoren des Erwachens, unseren Umgang mit körperlichen und geistigen Beschwerden. Also er vergleicht, wie wir damit umgehen. Wenn wir uns körperlich unwohl fühlen, wenn wir erkrankt sind, begeben wir uns zu Ärzten, zu anderen Heilpersonen in Behandlung, nehmen, wenn nötig, Heilmittel ein, bis sich die Symptome abschwächen oder eben wieder auflösen. Ganz natürlicher Vorgang, sehr gewohnt. Und er sagt, ebenso sollten wir uns in Behandlung begeben, wenn wir im Geist erkrankt sind. Und wenn wir bereit sind, genau hinzuschauen, und dazu sind wir ja hier, diese ein, zwei, drei Wochen, um möglichst genau hinzuschauen, sehen wir, dass wir im Geist genauso leiden wie im Körper. Genau genommen leiden wir vor allem im Geist. Denn, wie zu Beginn erwähnt, vom Geist geführt die Dinge sind. Der Vorläufer von allem ist Geist. Und auf dem Gebiet der Psychoneuroimmunologie wird immer deutlicher erkannt, wie eng diese Zusammenhänge sind zwischen Geist und Körper. Vor allem zwischen geistigen, emotionalen Phänomenen, zum Beispiel Stress und dem Zustand des Immunsystems. Also dass die geistige, emotionale Verfassung einen ganz, ganz starken Einfluss hat auf das körperliche Geschehen auch. Also im Körper leiden wir immer wieder mal, es ist ein leichtes Unwohlsein bis große Schmerzen. Wir nehmen Mittel ein lassen uns therapieren. Das heißt, wir können Einfluss nehmen auf den Körper in einem gewissen Maße. Auf den Geist haben wir aber wirklich noch einen viel größeren Einfluss, und zwar wir selber können unseren Geist beeinflussen. Das heißt, wir können unseren Geist selber kurieren. Und das tun wir hier. Genau dazu sind wir hier. Also wir versuchen zu erkennen, woran wir leiden. Wir versuchen eine Diagnose zu machen, was eigentlich unser Leiden ist. Also die zweite der edlen Wahrheiten. Wir suchen die Ursache des Leidens. Und dann, wenn die Ursache erkannt ist, begeben wir uns in Behandlung. Wir wenden den achtfachen Pfad an, die vierte der edlen Wahrheiten. Es gibt einen Weg zur Beendigung des Leidens. Und Buddha hat ja in vielen Modellen aufgezeigt, je nach Zuhörerschaft hat er die große Kunst gehabt, wirklich seine Belehrungen anzupassen, dem intellektuellen Grad, aber auch gerade der momentanen Situation oder den Fragen, die an ihn gestellt wurden. Und eines dieser Modelle sind eben die sieben Faktoren des Erwachens. Also Aspekte des Geistes, deren Kultivierung dazu beitragen, vollständige Klarheit zu erlangen. Also aus der Täuschung zu erwachen. Und das sind auch hier wieder alle sich gegenseitig bedingende, unterstützende Faktoren. Also es ist wie bei den anderen Modellen, sind nicht unbedingt lineare Prozesse, sondern es sind einfach verschiedene Gesichtspunkte. Eben, es gibt die 5, es gibt die 7, es gibt die 12. Er hat jetzt einfach diese Punkte herausgenommen und anhand dieser Faktoren versucht zu erklären, wie wir klar sehen können. Und so wie es eben bei chronischen Beschwerden auch im Körper nicht reicht, einfach was zu uns zu nehmen, ein Medikament zu uns zu nehmen, weil die Ursachen eventuell einfach immer wieder drücken. Also wenn wir nur die Symptome bekämpfen, die reine oberflächliche Therapie reicht nicht. Und so reicht es auch hier in dieser Behandlung unseres Geistes nicht, wenn wir einfach nur zuhören. Also wenn wir nur die Lehren hören, das, was Buddha erkannt hat, geistig erfassen, sondern wir müssen selber was dazu tun. Also wir müssen die ursächlichen Bedingungen, die immer wieder zum Leiden führen, die müssen wir abschwächen und letztendlich auflösen. Und das ist auch wieder in verschiedenen Modellen dargelegt, das Entwickeln von
einer ethischen Lebensweise, von Meditation, also Sammlung, Achtsamkeit und von Weisheit, die drei Hauptaspekte. In einem Kommentar zu Lehrreden heißt es, gerade so wie ein Fluss in Richtung zum Meer fließt, so sind die Erwachensfaktoren auf Nibbana gerichtet, Nibbana oder Nirvana. Und Nibbana heißt wörtlich das Erlöschen. Erlöschen von Gier, von Hass, von Verblendung. Also all das, was uns gefangen hält, das Erlöschen, das ist das Erwachen, das ist Nibbana. Und diese sieben Faktoren führen uns eben dahin, wenn wir die kultivieren. Die sieben Qualitäten sind Achtsamkeit, Dhamma, Ergründung, Energie, also Bemühen, Entzücken, Gestilltheit, Sammlung und Gleichmut oder Gelassenheit. Ergründen, Energie, Entzücken, das sind aktivierende, belebende Faktoren, belebende Kräfte und wir können die speziell kultivieren, wenn wir merken, dass der Geist zu träge, dass er schlafft, dass er müde ist, dann kann man bewusst aktivierende Kräfte eben kultivieren und dann Gestilltheit, Sammlung, Gleichmut sind die beruhigenden Kräfte, die stillenden Kräfte. Und die kann man kultivieren, wenn man merkt, dass zu viel Unruhe, zu viel Bewegung da ist. Und ich werde heute nur die ersten drei ein bisschen beleuchten können. Also Achtsamkeit, Dhamma-Ergründung und Energie, das Bemühen. Achtsamkeit, ein Begriff, den ihr oft gehört habt, diese letzten Tage und auch noch ab und zu hören werdet. Die Grundlage der anderen sechs Faktoren. Also Achtsamkeit ist diese Qualität des Geistes, die erkennt, die überhaupt einfach erkennt. Ohne Achtsamkeit ist keine Wahrnehmung möglich. Das heißt, allein schon die Achtsamkeit kann sehen, wie die anderen sechs Faktoren entwickelt sind. Das heißt, sie kann auch das Entstehen, das Fördern der anderen begünstigen, weil sie immer wieder wahrnimmt, was präsent ist im Moment. Ohne die unterscheidende Qualität der Achtsamkeit, das ist ein wichtiger Aspekt, die unterscheidende Qualität, Achtsamkeit sieht nicht nur einfach so ist es, sondern sie kann immer, oder ein wichtiger Aspekt von Achtsamkeit ist immer wieder zu sehen, was ist heilsam, was ist nicht heilsam, oder was ist jetzt das geschickte Mittel, oder was ist jetzt nicht ein geschicktes Mittel, also unterscheidende Qualität. Und ohne diese Qualität ist gar keine heilsame Entwicklung möglich. Kurz gesagt, eben immer wieder die Frage, was führt zu mehr Loslassen, zu Freude und Glück, und was führt zu mehr Festhalten, zu mehr Verstrickung, also zu mehr Leiden. Diese Grundfragen. Es gibt zwei Gleichnisse, also ich erwähne jetzt zwei, zu Achtsamkeit. Die Achtsamkeit ist wie die Wächterin an einem Stadttor. Sie ist in der Lage zu erkennen, wer Unheil bringt und wer nicht. Die unterscheidende Qualität, wer bringt Unheil, wer nicht. Sie soll die unheilvollen Besucher daran hindern, in die Stadt einzutreten, die Heilbringenden willkommen heißen und einladen. Das Hilfreiche, das Heilsame zulassen, fördern, das Nicht-Hilfreiche immer wieder abweisen. Oder die Bewusstheit ist wie eine Schutzwache, dass sie das Aufsteigen unheilsamer Vorstellungen verhindert und unheilsame Neigungen nicht entstehen lässt. Ein anderes Gleichnis, das mehr den Unterschied zwischen Schärfe oder Gerichtetheit der Achtsamkeit und mehr einer entspannten Form von Achtsamkeit beleuchtet. Ein Hirte, der seine Kühe hütet. Seinemal sind die Kühe neben einem Getreidefeld, neben einem reifen Getreidefeld. Und die Kühe hätten Lust, dieses reife, feine Getreide zu essen, weil es sehr nahrhaft ist. Jetzt der Hirte muss sehr, sehr achtsam sein, weil das Verlangen der Kühe ist groß, weil die Frucht so gut sichtbar ist. Das heißt, er braucht eine große Achtsamkeit, er muss völlig präsent sein. Das nächste Mal ist er am Kühehirten, das Getreidefeld ist abgeerntet, es hat noch ein bisschen Gras drauf und er kann die Kühe einfach in das Feld reinlassen, er kann sich hinlegen und einfach ab und zu aus den Augenwinkeln schauen, ob sie noch so in seinem Radius sind. Das heißt, wenn Achtsamkeit schon mal
grundlegend kultiviert ist, also wenn ein Grundmaß an Achtsamkeit da ist, braucht es nicht mehr so viel Aufwand, um zu sehen, ob was in die richtige Richtung läuft oder ob was schief läuft. Es ist immer eine Grundpräsenz da. Das heißt, wenn wir eben schon ein bisschen, wenn der Geist schon ein bisschen geschult ist, wenn wir schon sehr, sehr oft gesehen haben, wie die inneren Tendenzen sind, dem Verlangen nachgehen, der Aversion oder dem angenehmen Nachrennen, dem unangenehmen, das nicht haben wollen, wenn wir das schon kennen, dann sehen wir das viel, viel schneller, wie das aufsteigt. Wir müssen nicht mehr ganz, ganz scharf hinschauen. Ist es das Verlangen oder ist das Aversion? Wir spüren das viel mehr dann. Rechte Achtsamkeit. Der Begriff Recht heißt hilfreich, angemessen, eben für das Entwickeln von innerer Freiheit hilfreich. Das ist ein wichtiger Faktor. Also rechte Achtsamkeit ist ein interessiertes Gegenwärtigsein mit der momentanen Erfahrung, ohne sie zu bewerten, ohne an ihr zu haften oder sie zu manipulieren. Zuerst mal einfach sehen. Und die muss eben immer mit Weisheit und Mitgefühl verbunden sein. Denn ohne diese Qualitäten kann Achtsamkeit auch sehr unheilsam eingesetzt werden. Also ein ganz raffinierter Banküberfall, der braucht ziemlich viel Achtsamkeit, totale Präsenz, gute Vorbereitung, Zielgerichtetheit. Oder ein Tier erlegen mit einem Gewehr, das braucht eine hohe Aufmerksamkeit. Das ist eine nicht hilfreiche, nicht heilsame Handlung. Wir haben schon die vier Felder der Achtsamkeit gesehen. Betrachtung aller körperlichen Phänomene, also der Empfindungen im Körper, des Wissens, der Arm streckt sich aus, der Arm wird angezogen, des Wissens, ich stehe, des Wissens, ich gehe, des Wissens, ich liege und so weiter. Zweite Betrachtung der Gefühlstönung, die Angenehmheit, Unangenehmheit, weder noch einer jeden Wahrnehmung. Das dritte Betrachtung des Geistes, ist er weit, ist er eng, ist er begierig, ist er nicht begierig, ist er aversiv, ist er nicht aversiv. Einfach so die Geistesfärbung, der Geisteszustand. Und das vierte, die Geistobjekte. Wir haben schon das Denken erwähnt, das auch da reingehört. Das ist eine Gruppe von Betrachtungen, wo man anhand von bestimmten Modellen den Geist anschaut. Zum Beispiel die vier edlen Wahrheiten. Welche Wahrheit wird jetzt gerade erkannt? Oder das, was jetzt im Geist passiert, in welche Wahrheit gehört das? Oder die Hemmnisse sind ein ganz gutes Beispiel. Also wenn der Geist aversiv ist, aha, das ist ein Hemmnis. Einfach so das Untersuchen. Und eben diese sieben Faktoren des Erwachens gehören auch die Beleuchtung des Geistes auf diese sieben Faktoren. Das gehört auch zum vierten Feld der Achtsamkeit. Und das Interessante, der wichtigste oder die wichtigste Ursache für das Entstehen von Achtsamkeit ist Achtsamkeit selber. Das ist doch ein interessantes Phänomen. Wir sind verloren in Gedanken, in Geschichten und irgendwann ist wieder Präsenz da. Also es denkt niemand beim Verlorensein, jetzt müsstest du wieder mal merken, dass du verloren bist. Sondern irgendwann sind wir wieder wach. Irgendwann ist wieder Bewusstheit da, dessen, was jetzt ist und vielleicht Bewusstheit dessen, dass wir verloren waren. Vielleicht sogar noch, wo das gewesen sein könnte. Welcher Form von Gedanken oder Art. Also Achtsamkeit fördert das weitere Entstehen von Achtsamkeit. John Teasdale, ein Achtsamkeitsforscher, sagt dazu, Achtsamkeit ist eine Gewohnheit. Je mehr man sie praktiziert, umso wahrscheinlicher ist man mit immer weniger Anstrengung in diesem Modus. Diese Fähigkeiten kann man erlernen. Wir benötigen lediglich den Zugang zu etwas, was wir bereits besitzen. Achtsamkeit ist nicht schwierig. Schwer ist es nur, sich stets daran zu erinnern, achtsam zu sein. Also Achtsamkeit, der Faktor, der hilft, Daten, Informationen zu sammeln. Das geschieht jetzt, das geschieht jetzt, das geschieht jetzt, das hat dies zur Folge, das hat das zur Folge. Und mit anhaltender Achtsamkeit wird der nächste Erwachensfaktor, das Ergründen oder Dhamma-Ergründung entstehen. Und darum wird als unmittelbare Ursache für das Ergründen wird anhaltende Aufmerksamkeit genannt.
Bei der Dhamma-Ergründung geht es um Erkenntnis, um Weisheit, um das Verstehen all dieser geistigen und körperlichen Phänomene. Wirklich um das Verstehen. Nicht nur sehen, sondern das Verstehen. Durch Erforschen ergründen wir die Verblendung, oder sie wird, besser gesagt, die Verblendung wird also durch das Erforschen geschwächt und Erkenntnis gestärkt. Weil wir eben immer klarer erkennen, wie die Zusammenhänge sind. Was zu Freude, was zu Leid führt. Und das ist ja genau das, was wir hier tun. Das ist Vipassana-Meditation. Klares Hinschauen, selber ergründen, erforschen, was führt zu was. Wir nehmen das Entstehen von Phänomenen wahr, das Verändern, das Vergehen. Wie sind die Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen Geist und Körper? Ein ganz interessantes Feld der Beobachtung. Also zum Beispiel, was führt eigentlich dazu, dass sich der Fuß abhebt bei der Gehmeditation? Wie kommt es dazu? Und alles Geist, Körper, zusammenwirken. Oder wie entsteht Verlangen und Aversion? Wir haben das natürlich jetzt schon angesprochen mit der Gefühlstönung. Das zu beobachten, wie kommt es dazu, dass ein inneres, dass diese innere Tendenz entsteht, sich etwas zuzuneigen oder sich von etwas zurückzulehnen? Was geschieht da? Wie entsteht das? Können wir wirklich selber beobachten? Oder wie kommt es dazu, dass ich plötzlich mit einer Tasse Tee oder einem Prospekt dastehe und nicht mehr auf dem Geben-Meditationspfad auf und ab gehe? Was ist da geschehen? Und das ist ja das Wunderbare, das Phänomenale an dieser Übung, an dieser ganzen Lehre, dass wir das alles selber anschauen können und müssen. Es kann uns niemand all das eingeben, einflößen mit einem Trichter, das wäre ja wahnsinnig angenehm. Aber es geht einfach nicht. Wir müssen selber hinschauen, die Zusammenhänge erkennen und immer wieder entscheiden. Immer wieder selber Entscheidungen treffen, von Moment zu Moment. Und das ist eine große, es ist wirklich eine große Kunst. Sagt uns klar, es gibt einen Rahmen, der sehr hilfreich ist. Es gibt viele hilfreiche Bedingungen, die das unterstützen, aber letztlich müssen wir immer selber schauen und selber entscheiden. Und das ist ja das, was wirklich nachhaltig wirkt, dass wir es selber sehen und nicht nur einfach lesen und glauben, sondern ich erfahre es selber. Aha, so funktioniert das. So funktioniert dieser Körper und dieser Geist zusammen. Und von den drei ersten Erwachensgliedern, also Achtsamkeit, Ergründung und Energie, üben wir sehr oft oder werden sehr oft das erste und das dritte betrachtet. Also Achtsamkeit und Energie und das Ergründen wird dann manchmal ein bisschen vergessen. Es ist auch nicht so einfach, wenn wir auf dem Kissen sitzen und ein- und ausatmen wahrnehmen, andere Empfindungen wahrnehmen, anderes wahrnehmen und dann, wie entscheide ich mich, ob ich jetzt über etwas reflektieren will? Es ist ja immer ein gedanklicher Vorgang, so ein Reflektieren. Das ist manchmal vielleicht die innerliche Tendenz, ich möchte einfach Ruhe beim Ein- und Ausatmen bleiben. Das ist auch immer wieder ein selber Entscheiden. Jetzt ist ein kurzes Nachdenken angesagt. Nicht ein Analysieren, nicht ein allem auf den Grund gehen, aber so sind die Zusammenhänge. Wie das innerliche Feststellen, so ist es. Man könnte auch sagen, es ist ein Benennen, vielleicht mit mehreren Worten. Es ist nicht nur ein Sagen, Denken, Denken, sondern dieses Hörobjekt, also dieses Geräusch hat zu der inneren Tendenz Verlangen geführt. Und dann habe ich wahrgenommen, wie eine Geschichte entsteht und habe mich in der Vergangenheit wiedergefunden oder in der Zukunft. Das ist geschehen. Es wird gesagt, dass nur sehr selten ein Mensch in der Lage ist, ganz ohne Anregungen von außen völlig klar zu sehen. Also wirklich selber sich seinen oder ihren Geist zu befreien. Das Hören von Vorträgen, das Sprechen mit Lehrenden, das Lesen von Büchern ist sehr, sehr hilfreich, ist eine sehr große Hilfe, um eben das, was wir dann selber erfahren, in einen Kontext zu stellen. Also, dass wir immer unsere eigene Übung, dass wir selber erfahren, abgleichen können mit dem, was gelehrt wird, was Buddha erkannt hat, was andere
erwachte Menschen erkannt haben. Das heißt, es ist sehr hilfreich, dass wir von außen eben Leitlinien haben. Also wenn ich mir vorstelle, ich hatte in der Jugendzeit schon Tendenzen zu meditieren, aber ich saß manchmal, ich sehe mich noch, ich saß am Boden in meinem Zimmer, habe versucht irgendwie aufrecht zu sitzen und ich hatte keine Ahnung, was ich tun soll. Ich saß einfach da und habe gehofft, es geschieht was. Also klare Anweisungen, die eben auch wieder auf tiefer Erfahrung beruhen, die sind sehr, sehr hilfreich, die können uns leiten. Achtsamkeit allein genügt also nicht, durch sie allein gewinnen wir keine Weisheit, wir müssen letztlich wirklich verstehen, wie die Phänomene Körper und Herzgeist entstehen, vergehen, wie sie zusammenwirken. Dhamma, Ergründung, ist also jener Aspekt, der Vipassana von Samatha unterscheidet. Sammlung. In der Sammlungsmeditation fokussieren wir den Geist ganz bewusst auf ein Objekt. Wir wollen dieses Objekt nicht untersuchen. Wir wollen den Geist einfach auf dieses Objekt niederlassen, den Geist beruhigen, damit der Geist dann viel klarer sehen kann. Ein ruhiger Geist ist eben ein unabgelenkter Geist und ein unabgelenkter Geist kann viel genauer beobachten, betrachten. Er lässt sich eben nicht so schnell wegtragen. Das heißt, Sammlung ist eine sehr, sehr große Hilfe fürs klare Sehen. Die beiden Aspekte üben wir eigentlich immer zusammen, also auch wenn wir so genannt wie Passana üben, also dieses kontinuierliche, möglichst kontinuierliche Achtsamsein bei einem Objekt oder bei verschiedenen Objekten bleiben, das fördert auch die Sammlung, die Stillung des Geistes. Aber wir können den Geist ganz gezielt eben noch beruhigen, stillen, indem wir ihn einfach bei diesem einen gewählten Objekt behalten. Jetzt nochmal zum Ergründen, zum Abschluss. Eine der wichtigsten Hilfe des Ergründens ist natürlich, dass sich Fragen, immer wieder Fragen stellen. Eben, wie geschieht das? Wie kam das zustande? Was ist die Folge von was? Also wie, was, wo, warum? Wie ist der momentane Geisteszustand? Vielleicht während der Meditation ab und zu mal so die kurze Frage. Was macht der Geist jetzt? Oder wo ist er? Oder wie fühlt sich der Geist jetzt an? Und nicht den Geist als Gebilde suchen, sondern einfach kurz hinspüren, aha, so fühlt sich's jetzt an. Angespannt oder entspannt? Interessiert, gelangweilt? Einfach kurz dieses Hinschauen. Und manchmal sind die Fragen selber wichtiger als die Antworten. Also das Fragen kann auch sehr, sehr wach halten, dass wir nicht in so einen meditativen Dämmerzustand geraten, einfach hier sitzen und es atmet irgendwie nimmt es was wahr. Sondern das Fragen, das Ergründen kann eben wach halten, das Interesse hochhalten. Jetzt kommen wir zum zweiten der energetisierenden Erwachensfaktoren. Das ist das Bemühen. Entschuldigung, zum dritten. Energie. Und das ist ein Faktor, der sehr, sehr oft genannt wird. Wir haben das auch im Vortrag von Ariya gehört, dass der Buddha sogar seine letzten Worte diesem Thema gewidmet hat. Und Energie, das Bemühen wird an vielen Stellen in den Lehrreden erwähnt, weil unser Geist so eine starke Tendenz hat, in Gewohnheiten sich zu bewegen. Und Gewohnheiten sind bequemer als das Nichtgewohnte. Und wir tun was hier, versuchen wir uns immer mit dem Ungewohnten zu konfrontieren. Also uns aus den Gewohnheiten rauszunehmen. Weil die Gewohnheiten, die kennen wir. Also die müssten wir natürlich erkennen und das nicht hilfreich erkennen und dann versuchen, den Geist eben von da zu lösen. Und das braucht Energie. Also die Identifikation mit unseren Mustern, mit dem Altbekannten, mit unseren Glaubenssätzen oder mit unseren Vorstellungen, wie es ist, das ist so extrem stark. Unsere ganze Selbstidentifikation hängt mit dem zusammen, mit all dem, was wir denken, wie es ist, wie ich bin. Wir haben eigentlich alles schon definiert. Alles in Kästchen abgelegt. Wenn das geschieht, ja, das ist in dem Kästchen, so ist es. In dem Kästchen ist das drin, in dem das, und wir wollen gar nicht mehr wirklich reinschauen. Weil jedes von diesen Kästchen gibt uns
vermeintliche Sicherheit. Wir denken, wir wissen, wie es ist. Und eigentlich wollen wir nicht wirklich was anderes wissen. Aber offensichtlich wollen wir alle auch immer wieder mal die Kästchen öffnen. Und vielleicht sehen wir dann, dass da gar nichts mehr drin ist oder dass sich was ganz anderes zeigt, wenn wir wirklich genau nachschauen. Und das Wichtige ist immer wieder und das Hilfreiche zu sehen, ich bin nicht meine Gewohnheiten. All das, was es so gewohnheitsmäßig denkt, das ist einfach Konditionierung und die hat uns scheinbar in unserem Leben geholfen, eine gewisse Sicherheit und Stabilität auf dieser äußeren Ebene zu erlangen. Vielleicht hat sie uns früher eben dazu verholfen, durch schwierige Situationen zu kommen, einigermaßen unbeschadet. Da haben wir halt diese Kästchen gebraucht. Die Kunst ist nur das, was wir nicht mehr brauchen, einfach die Kästchen auszuleeren und zu öffnen für Neues. Ohne Bemühen geschieht eigentlich gar nichts. Ich fahre gern Rad. Es genügte nicht, dass ich in der Kindheit ein Fahrrad anschaute und dann fuhr es einfach los mit mir. Das heißt, ich musste mich draufsetzen, ich musste mich den Ängsten des Stürzens mit den Ängsten des Stürzens konfrontieren. Meine Mutter und Vater mussten anfänglich das Rad halten und mich schieben. Und ich habe immer wieder den Mut gehabt, offensichtlich, und natürlich den Willen, die Energie, es einfach immer wieder zu tun. Und ich bin ziemlich oft auf die Nase gefallen mit dem Rad. Ziemlich viele kleinere und größere Blessuren davon getragen. Aber offensichtlich war einfach der Reiz des Fahrens oder das Vertrauen, dass ich das kann, stärker als die Kräfte, die mich immer wieder zu Boden zogen. Das heißt, Interesse, Energie, Freude sind ganz, ganz wichtige unterstützende Faktoren. Also gerade die Freude immer wieder, ich weiß nicht, ob ihr auch gerne Rad fährt, ich finde das einfach eine wahnsinnig angenehme Fortbewegungsart. Kontinuität, habt ihr auch schon gehört, diese Tage, eine notwendige Eigenschaft, kontinuierliches Bemühen, kontinuierliches Gewahrsein braucht Energie. Es schweift immer wieder ab. Jedes Mal, wenn wir merken, dass der Geist woanders ist, müssen wir eine Willensanstrengung aufbringen. Es ist immer wieder eine Willensanstrengung. Zurück. 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 Manchmal geht es halt nicht zurück. Dann verlieren wir uns weiter da drin und dann wachen wir wieder auf und dann braucht es wieder einen Anstoß, einen Impuls. Zurück. Und je öfter wir das tun und je öfter wir sehen, die segensreichen, die hilfreichen Wirkungen dieses Vorgangs sehen, umso weniger Energie braucht's, weil es mit dem Sehen des im Verlangen Steckens oder in der Aversion Stecken viel schneller loslassen kann, weil wir die Schwierigkeiten, die wir uns selber verursachen, viel schneller sehen. Also je öfter wir es anschauen, bewusst anschauen, was geschieht, umso leichter ist der Vorgang. Das heißt natürlich dass nicht, dass es linear immer leichter wird. Wie das Leben ist, sind Wellenbewegungen. Ich finde für mich immer wieder ein gutes Objekt zum Hinschauen Langeweile. Was ist das und wie viel Energie braucht es dann, um wieder präsent zu sein oder eben nicht der Langeweile nachzugeben und einfach ein anderes, ganz reflexartig ein anderes Objekt zu ergreifen, eben vom Gehmeditationspfad abzuzweigen und Tee, was auch immer. Und wenn das geschieht, können wir das beobachten. Aha, was ist da geschehen? Und wie fühlt sich das jetzt an? Dann wieder zurück auf den Weg, den wir uns wählen. Zum Thema Energie in den Lehrreden. Der Entschluss zum Heilsamen ist wichtig, aber noch entscheidender ist die praktische Verwirklichung in Wort und Tat. Das ist natürlich entscheidend. Wir können lange uns vornehmen, oder? Ja, ich will. Und dann, wenn es dann so weit ist, also die Tat ist ganz entscheidend. Immer wieder tun. Zuerst natürlich die Absicht und dann aber das Tun. An anderer Stelle, ihr müsst selber an euch arbeiten. Die Erwachten zeigen nur den Weg. Also es kann uns eben niemand die Klarheit einflößen. Wir können nur immer wieder darauf hingewiesen werden, wo wir hinschauen können, wie wir hinschauen können. Oder eben Buddhas letzte Worte, alles Geschaffene ist dem Vergehen unterworfen, lasst nicht nach in eurem Bemühen.
Nicht-Nachlässigkeit. Hilfreich für das Kultivieren von Energie können auch Reflexionen sein, Reflexionen über unsere wertvolle menschliche Situation oder über das Sterben, das irgendwann ansteht, früher oder später. Aber diese Reflexionen werden noch Inhalt eines separaten Vortrags sein. Ich werde jetzt noch nicht mehr allzu ausführlich die vier sogenannten Anstrengungen erwähnen. Es geht ums Vermeiden von Unheilsamem, ums Überwinden von Unheilsamem, ums Entfalten von Heilsamen und ums Erhalten von Heilsamen. Also zwei Faktoren, die das Unheilsame schwächen zum Inhalt haben und zwei Faktoren, die das Heilsame stärken als Inhalt haben. Das sind ja die zwei Aspekte, die wir immer wieder anschauen können, eigentlich in jedem Moment. Lasse ich das Schwierige los oder fördere ich das Hilfreiche? Das ist immer wieder eine Entscheidung. Wenn wir uns für Metasätze entscheiden, dann fördern wir ganz bewusst das Hilfreiche. Wenn wir uns entscheiden, einen aversiven Gedankengang loszulassen, dann schwächen wir das Nicht-Heilsame. Also die zwei Hauptaspekte, entweder fördern oder schwächen. Das erste, unheilsame Geisteszustände überhaupt daran hindern zu entstehen. Wenn ich weiß, dass ich ein Thema mit Alkohol, Missbrauch habe oder Überkonsum, ist es hilfreich, wenn ich mich mit einem Freund treffen will, nicht mich in der Bar zu verabreden, wo sowieso fast nur Alkohol konsumiert wird, weil dann die Verlockung einfach zu groß ist. Also wenn ich das kenne, was ist das hilfreiche Mittel? Wie kann ich das vermeiden? Das heißt, ich muss das nicht schlecht machen, verneinen, dass das Thema da ist, aber wie kann ich möglichst Bedingungen schaffen, um dem nicht so schnell zu erliegen? Und das können wir natürlich ausdehnen auf fast alles, was wir tun. Was lese ich, was schaue ich mir im Kino an, was schaue ich mir im Fernsehen an und so weiter. Das hat ja alles Einfluss drauf, mit was füttere ich meinen Geist, ganz global gesagt. Und es geht hier nicht um gut oder schlecht, recht oder falsch, du darfst oder du darfst nicht, sondern dass wir das immer wieder selber sehen. Was hat das für Einflüsse? Was hat was für Einflüsse auf mich? Und ich bringe hier immer ein Beispiel von mir, das mir so in Erinnerung ist. Ich hatte in der frühen Jugend oder in der Jugendzeit ein wirkliches Verlangen, Horrorfilme mir anzuschauen, so Psychothriller. Und ich habe wahnsinnig gelitten darunter. Und ich habe mir es angeschaut. Panische Ängste, nachher ins Bett zu gehen. Da sind Riesenspinnen unter dem Bett und Räuber und ich habe die Tür geöffnet und mit einem Satz aufs Bett gesprungen. Ich konnte nicht die Schritte zum... Und ich habe mir die Filme trotzdem angeschaut. Sehr unhilfreich. Aber scheinbar musste ich eine Weile Leiden erfahren, um zu sehen, das tut mir nicht gut. Und jetzt mache ich es nicht mehr. Jetzt habe ich Angst vor einem Tatort. Und das ist ja so oft. Also immer wieder schauen, wie kann ich Schwierigkeiten vermeiden? Manchmal können wir es nicht, dann sind die Bedingungen einfach so, dass wir konfrontiert werden mit was, das uns eigentlich nicht gut tut, aber das Leben bietet mir das jetzt, weil die Arbeitssituation sie ist oder wo auch immer. Aber relativ oft haben wir die Entscheidung, zumindest im kleineren Rahmen. Zweite Anstrengung, zweiter Aspekt, unheilsame Zustände, die bereits entstanden sind, wieder schwächen, ihnen nicht weiter Energie zuführen, also das Feuer nicht weiter unterhalten, keine Kohle ins Feuer schmeißen oder kein Öl nachgießen. Also wenn wir genau hinschauen, zumindest in meinem Geist ist das so, die Hauptgeschichten, die sich in meinem Geist immer wieder zeigen, die nicht hilfreich sind, die kenne ich ziemlich gut. Oder zumindest die ich kenne, kenne ich. Und ich weiß, welche zu Heilsamen führen, welche zu Nicht-Heilsamen führen. Also die Frage, wenn ich so eine Tendenz sehe, das, wenn wir eben die Achtsamkeit schulen, sehen wir viel genauer, wie das entsteht. Aha, da ist was, das unangenehm bewertet wird, dann entsteht Aversion, ein leichtes Sträuben und daraus erwächst vielleicht, wenn wir nicht achtsam sind,
im Extremfall eine große Wut. Dass wir das einfach unkontrolliert sich ausmehren lassen, so entsteht jeder Krieg. Ist einfach eine unkontrollierte Ausbreitung von Aversion. Vielleicht am Anfang nur ein kleines Missverständnis oder eine Meinungsverschiedenheit. Und dann, wenn man nicht Stopp sagt, fallen am Schluss die Bomben. Also wenn wir sehen, wie das entsteht, wie sich sowas zusammenbraut, ob jetzt das in die aversive Richtung oder in die verlangende Richtung geht, dass wir in lüsterne Gedanken reingeraten, und das ist genau dasselbe Leiden letztendlich wie die Aversion, dass wir uns immer wieder entscheiden, ich möchte das loslassen und dann versuchen loszulassen. Also das nicht weiter unterhalten. Und damit ist nicht gemeint, dass wir, und wir versuchen das immer wieder zu betonen, dass wir schwierige oder negative Emotionen oder Gedanken verdrängen sollen. Es ist wichtig, dass wir die anerkennen, dass wir die mal sehen, dass wir zur Kenntnis nehmen, aha, auch das ist Teil meines Geistes im Moment. Aber dann, wenn wir das sehen, vielleicht schwierige Aspekte auch schon mal therapeutisch angeschaut haben, und wenn wir das sehen, ah nein, das ist, ich muss das nicht nochmal durchdenken, diese Geschichte von Ärger oder diese Geschichte von Verlangen, weil es ist eigentlich bekannt, was da läuft, und es ist nicht hilfreich. Und dann loslassen, loslassen. Das dritte Bemühen, jetzt kommen wir zum Fördern von heilsamen, positiven Qualitäten. Das dritte ist solche, die noch nicht eingetreten sind, überhaupt kultivieren, also die Bedingungen schaffen, dass die entstehen können. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Manchmal sind wir, je nach unseren Tendenzen, sind wir eher auf das Schwierige fokussiert, dass wir das Schwierige sehen, was wir gern loswerden möchten oder bekämpfen möchten, und vergessen dabei das bewusste Kultivieren des Heilsamen, eben was wir hier ganz konkret mit der Metta-Übung machen, dass wir die heilsamen Tendenzen bewusst fördern. Also Qualitäten wie Ruhe, Großzügigkeit, Wohlwollen, Mitgefühl, Mitfreude, Gleichmut, Geduld, Weisheit, all diese verbindenden, heilsamen Qualitäten zu fördern. Es gibt ein schönes Gleichnis von einem Stück Salz und Wasser, also ist ein Stück Salz, und das symbolisiert schmerzhafte, schwierige Impulse im Geist. Und das Wasser ist die Weite des Geistes. Das eine Mal legen wir das Stück Salz in eine Tasse mit Wasser. Das Wasser wird so salzig, dass wir es nicht mehr trinken können. Es ist nicht mehr genießbar. Das andere Mal wird das gleiche Stück Salz, also die gleiche schwierige Impuls, Geistesimpuls, in ein großes Becken Wasser gelegt. Und das große Becken Wasser symbolisiert einen weiten, schon geschulten Geist, ein Geist, der schon klarer sieht. Da hat das Stück Salz viel, viel weniger Effekt. Es wird vielleicht ein bisschen salzig, aber das Wasser wird nicht ungenießbar. Drum der geschulte Geist, der schon klarer sieht, was hilfreich und was nicht hilfreich ist, ist viel, viel eher in der Lage, eben das Schwierige zu sehen und wird nicht mehr so schnell, sag jetzt mal, ganz vergiftet. Weil schon viele hilfreiche, heilsame Qualitäten kultiviert sind. Also die Schwierigen haben dann nicht mehr diesen großen Effekt. Die vierte Anstrengung, das vierte Bemühen, die heilsamen Eigenschaften, die schon da sind, einfach weiter unterhalten, weiter am Leben erhalten. Also wenn wir von hier nach Hause gehen und es ist, läuft alles wieder einigermaßen rund und wir sind zufrieden, dass wir trotzdem die Metta weiterführen. Also dass wir diese hilfreichen Qualitäten am Leben erhalten, ganz bewusst weiter kultivieren oder über Großzügigkeit reflektieren, Wohlwollen. Dass wir das bewusst weiter kultivieren, dass das erhalten bleibt. Es wurde schon mal erwähnt, dass es schwierig ist, in schwierigen Lebensphasen, mit der Zuflucht, denke ich, war das, in schwierigen Lebensphasen ist es wichtig, dass wir das geübt haben, dass wir einfach auf die Ressourcen, auf die Werkzeuge zurückgreifen können, die wir eben geschult haben, und nicht in den schwierigen Phasen neue Methoden lernen müssen. Das geht meist nicht. Darum ist es so wichtig, auch in den Phasen, wo das Leben einigermaßen ruhig und überschaubar ist, dass wir da weiter dranbleiben. Also unheilsame Zustände am Entstehen hindern, unheilsame Zustände, die entstanden sind, nicht weiter befeuern,
möglichst loslassen, ihnen die Energie entziehen, Bedingungen schaffen, dass heilsame Qualitäten entstehen können und die heilsamen Qualitäten weiter fördern. Zum Schluss etwas von Amma Synkletika, das war eine der Wüstenmütter, sie soll gesagt haben, am Anfang gibt es Kämpfe und viel Arbeit für diejenigen, die Gott, wir würden sagen, der Erkenntnis nahe kommen. Doch danach gibt es unbeschreibliche Freude. Es ist wie wenn man Feuer macht, zuerst qualmt es und die Augen tränen, doch später bekommst du das gewünschte Resultat. Ebenso sollten wir das göttliche Feuer, das Feuer des Erwachens, in uns selbst anzünden mit Tränen der Anstrengung.